Ah, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Heute machen wir wieder den modernen Siedlung des Mainline von der Mittelrheinbahn. Wir haben beim letzten Mal haben wir das hier gebaut. Deshalb bauen wir das zweite Anhänger. Weißt du, was schade ist? Auch ein bisschen. Am Montag ist Schule. Mist, Mist. Ja. Aber Schule macht ja auch Spaß. Ja, Schule macht ein bisschen Spaß. Denn Schule ist das Wichtigste, denn da muss man sich anstrengen. Aber jetzt reden wir nicht über Schule, sondern über die Züge. So. Hier kann die nächste kommen. Dann habe ich mir überlegt, dass wir dieses hier, dieses Weiße, Ding. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt bauen wir noch die Dächer. Und jetzt muss auch dieses Abteil muss ja noch gebaut werden. So, dann bauen wir jetzt noch das hier. Und noch die Seelaterne. Kann man den neu modernisieren, den Zentrale sehen? Ja, da kann man ein bisschen sehen. Bisschen sehe ich was. Von der Powerchip-Zentrale. Aus den. Was macht denn ein Schwein hier? Ach nee, aber ein Schwein ist aus dem Zoo beobachtet. Ei. Ja, ich habe vergessen, Fotos zu machen. Ups. Wie das war. So, wir machen dann die. Beim Mittelwagen werden die Türen aufgemacht. Von innen können wir noch nicht reinschauen. Reinbauen meinte ich, ey.
Ich meinte reinschauen, ich meinte reinbauen, nicht reinschauen. So, unten hätte ich gerne einmal. Jetzt bauen wir noch das hier. Da kommt schwarz hin, kann ich euch verraten. Denn da wo das schwarz markiert ist, da kann ich euch verraten, da wird die Toilette gebaut. So. Ich habe hier den Schnitt vergessen zu machen. Ja, nur beim Endwagen ist es so. Ah, die Toilette, die wir bauen, ist ohne Oberleitung. Und deswegen, deshalb müssen wir einmal hier dort ein bisschen was verändern. Da hätte ich gerne auch kleines. Nur da möchte ich hier denen was verbessern. So. So, der Steuerwagen von der Mainline ist. So, drei Blöcke so. Dann kommt zwischen die beiden Türen von Mittelwagen
das hin. Als nächstes werden die Oberleitungen gebaut. So, da haben wir uns gemerkt, die Stelle. Und okay. So sieht das Ganze aus. So. So sieht das Ganze dann aus. Wenn er von Innenraum eingerichtet ist. Aber ist nicht ganz eingerichtet. Denn es fehlen noch oben die Kasten. Und sozusagen das, was den Zug oben hat. Das findet sich hier in der Oberleitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 3 Meter Abstand. 3 Blöcke. Abstand kommen die 3 Kasten dahin. So, wie viel Abstand müssen wir halt? 1, 2, 3. So. Dann ein Block Abstand kommt dann demnächst noch ein Block Abstand. So, schauen wir, welche Blöcke. 4 Blöcke plus 4 Blöcke plus 3 Blöcke. 443 müssen wir bauen. So. So sieht das Ganze dann aus. Ja, und die Anzeige darf man das auch noch ein bisschen verbessern. So sieht das aus, nämlich. So, jetzt ist außen fertig. Jetzt geht's mit dem Innenbau. Ach nee, nicht schon wieder so scheiß reden. So. So, von Innenausbau werden nämlich, bauen wir solche Sitze. Und auch die Wände für die Toiletten. Da kommt hier weißes Glas diesmal und ein Fichtentür. Das befindet sich hier. Und das ist nämlich die erste Klasse. So, das sind hier sind die Klappsitze und dann gibt noch zwei sowas hier. So, ich habe mir überlegt, dass wir
Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Gepäckablage haben. Ich denke nicht, aber zur Not baue ich sie lieber. Die Ablage für die Gepäck. Das ist noch das letzte Mal und dann geht. Ist ähnlich auch wie Lind. Hier so Barrierefreiheit ist auch. Kann ja auch. Oder noch besser, ich baue es so. Und so war es hier. Dann ist hier auch Barrierefreiheit. So, hier kommen. Den fand ich. Und jetzt richte ich mir die Toilette ein. So. Haben wir vergessen zu machen das. Okay. Oh, so die Toiletten sind. Außer es wären noch die. Nach vorne und hinten die Führerräume eingerichtet. Am besten mit. Hebel. Und bis spawn auch ein D O R F B E W U N E R als Fahrer. So, wir gehen erstmal in die erste Klasse. Ja, haben wir noch rechtzeitig geschafft. Sonst haut er wieder den Leben wieder ab. Ja, zum Glück will der nicht raus. Der andere will raus, aber ihr verbiete ich sehen. So, jetzt geht's nach. Jetzt geht's dann in die Küste. So, und dann gehen wir jetzt erstmal in die Zentrale von Porvichol rein. Oh. Los geht's. Los, richtig hoch. Ey. Da kann man ja nichts sehen. Wo ist der Ausgang? Hier. Schau mal, ob wir den sehen können. Den Mädel. Ach, guck mal da hinten. Da können wir tatsächlich ihn sehen. Bei der Fellow von der Zentrale kann man den leider nicht sehen. So, jetzt geht's runter. Los geht's! Jo, da, wenn wir runter sehen, da sieht man auch die Mainlines. So, das war's schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, damit ihr keine
Glocke verpasst, dann sehen wir uns dann wieder zu einem neuen Video dahin. Bis dahin, mach's gut und ciao.